Der Winter war schneereich. Ich bin viel durch weißen Boden getreten und habe die Berge in ihrem weißen Kleid gesehen. Nun ist der Frühling da und kündigt den Sommer an. Nach einigen kleinen Trainingstouren wird die neue Wandersaison endlich eröffnet. Ja, hallo Wanderfreunde und willkommen bei dem ersten Video in dieser neuen Sommersaison. Zwischen Ende März und Anfang Mai ist immer ein bisschen eine schwierige Zeit zum Wandern. Die Winterwanderwege sind bereits geschlossen. Die anderen Bergwanderwege sind noch zugeschneit. Wie im letzten Jahr beginne ich jetzt die Sommersaison mit einer Etappe des Alpenpanoramawegs. Und zwar die Etappe von Unterägeri bis nach Einsiedeln. Jedoch werde ich nur die Hälfte des Weges machen. Letztes Jahr war ich ja zur ähnlichen Zeit die Etappe am Alpstein machen. Ich erwarte von dieser Wanderung tolle Blicke auf den Ägerisee. Wir sind jetzt in Unterägeri gestartet. Auf geht's! So, ich bin jetzt hier bei der Busstation Rathen angekommen. Hier werde ich diese Etappe des Panoramaweges beenden. Das war auch wieder ein sehr schöner Abschnitt des Panoramaweges, hat mir gut gefallen. Man blickt vom Sentis im Appenzell bis zum Berner Oberland mit dem Eiger. Ich muss sagen, die Etappe vom letzten Jahr am Alpstein entlang hat mir ein bisschen besser gefallen. Aber auch dieser Wanderweg ist wirklich sehr gut geeignet, um die Wochen von der Winterwandersaison bis zur Sommersaison zu überbrücken. Ich bekomme jedenfalls schon richtig Lust auf die Bergwandersaison in diesem Jahr. Bis zum nächsten Mal.